Was ist Trader? 2021 habe ich versucht, mich über 10 Videos hinweg von nichts zu einer Rolex hochzuarbeiten. Von Sneaker-Reselling über Aktienhebeln oder Pokern haben wir so ziemlich alles ausprobiert, um am Ende dann tatsächlich eine Rolex in den Händen zu halten und sie an einen Zuschauer zu verschenken. Dennoch, ich glaube, dass ich das Ganze nochmal toppen muss. Mehr Risiko, ausgefallenere Methoden und vor allem ein höheres Ziel. Ich kenne niemanden, der so krasser Porsche-Fan ist wie fucking Dave. Ich begrüße euch zur ersten Folge von Porsche Trade Up. Heute tauchen wir das Golf. Das ist der Grund, warum ich so aussehe und warum ich auf dem Golfplatz stehe. Aber lasst mich erklären. Wie auch in Staffel 1 suche ich nach verrückten Methoden, Geld zu verdienen. Und als wir letztes Jahr angefangen haben, mit Homies immer wieder auf eine Driving Range zu gehen und hunderte Golfbälle an... Was für letztes Jahr, Bro? Das war dieses Jahr. Das ist legit 2 Wochen her. Er sagt letztes Jahr, Digga, dieser Wichser, ich schwöre. An einem Tag wegzuballern, ist mir eine Frage gekommen. Was passiert mit den Bällen, die nicht auf einer Driving Range, sondern auf einem wirklichen Golfplatz, einem 18-Loch-Golfplatz, verhauen werden? Und zwar so verhauen werden, dass man sie nicht wieder... Wisst ihr noch, wo wir diesen Shot aufgenommen haben? Im Stream. Wirklichen Golfplatz, einem 18-Loch-Golfplatz, verhauen werden? Und zwar so verhauen werden, dass man sie nicht wiederfindet. Gut, der war stark. Ich kenne nur vor allem, gibt es eine Möglichkeit, damit Geld zu verdienen? Nach ein bisschen Recherche bin ich auf folgende Erkenntnisse gestoßen. Es gibt circa 700.000 Golf... Dave hat nicht die Bälle, sondern seine Gehirnzellen weggeballert an dem Tag. Ja, true. ...in Deutschland und 435 18-Loch-Golfplätze. Auf diesen Plätzen werden durchschnittlich 22.470 Runden im Jahr gespielt, also vermutlich auch einige Bälle verloren. In Amerika zum Beispiel... Jungs, wie oft noch? Kenne nur Dragon Lord Trader von Monte. Oh mein Gott. Wir werden insgesamt pro Jahr 300 Millionen Bälle verloren. Und runtergerechnet auf Deutschland und Deutschlands Golfplätze müssten es ca. 7,5 Millionen sein. Wie viele davon aber wirklich in den Seen landen und dazu noch brauchbar zum Wiederverkauf sind, keine Ahnung. Was wir aber wissen, es gibt einige Firmen, die sich genau darum kümmern, also muss eigentlich Geld zu holen sein. Golf ist für mich, auch wenn es vielleicht nicht ganz so ist, ist für mich ein Reichensport. Diese Bälle kosten 1, 2, 3 oder sogar noch mehr Euro und die Leute ballern die einfach weg. Die professionellen Leute treffen im Zweifelsfall nicht oder selten den See. Es spielen aber nicht nur professionelle Leute und genau das ist der Punkt, an dem wir angreifen. Was haben wir also gemacht? Wir haben bei allen Golfplätzen angerufen und gefragt, ob wir deren Teiche entleeren können. Und zu unserem Glück hat einer kompromisslos... Digga, in Aachen, Bro. Holy shit. Guten Tag, hallo. Hallo. Servus. Wir sind zum Betauchen der Seen da. Lake Balls sind Golfbälle, die aus Seen kommen, das sagt der Name ja schon. Die Bälle gilt es erstmal aus dem Wasser zu holen, sie dann wieder aufzubereiten, zu sortieren und schlussendlich dann zu verkaufen. Was ja auch noch dazu kommt, die Seen müssen ja in Schusslinie sein. Wir konnten das auf Google Maps so etwas erahnen. Aber das Ding ist, ich weiß schon, wie viele Bälle er ungefähr rausgeholt hat, weil er hat mir ein Bild geschickt. Von keinen, weil, also, es könnten ja auch keine sein. Er hätte mir ja auch ein Bild von einer leeren Kiste schicken können. Ich weiß nicht, wie schlecht man sein muss, um den Tümpel zu treffen. Ich finde der keine, wer weiß. Je mehr der in der Schusslinie liegt, natürlich, desto besser. Desto länger dann niemand getaucht ist und die Dinger rausgeholt hat, auch besser. Und all das wissen wir nicht. Es kann sein, dass uns unermesslicher Reichtum erwartet. Und es kann sein, dass das hier der absolute Reinfall ist. Will nicht wissen, wie viele danach angerufen haben, um nach Golfbällen zu tauchen. Übelst viele. Dave hat sogar eine E-Mail bekommen von so einem Golfplatz, dass er bitte das Video runternehmen soll, weil die ganze Zeit von irgendwelchen jungen Männern angeschrieben werden, dass die tauchen wollen bei denen. Die Goldgräber. Oh, zeigt er im nächsten Video. Aber Stimmung geht wieder los. Ich bin unendlich pumped und freue mich riesig auf die nächsten Folgen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um all diese nicht zu verpassen. Und lasst mir gerne ein Like da, wenn euch dieses Video gefällt. Ein Platzwart hat uns kurzerhand im... Fand's auch komisch, wie du mit Masi auf dem Event gechillt hast. Wer zum Fick ist Masi, Bro? Golfkart zum See gefahren. Und dann waren wir da. Unser Arbeitsplatz für diesen Tag. Vielleicht so 50 Quadrat... Kommt jetzt mal ein Zip in deinen Eiern oder so? Ja, okay, krass, stark. Chefstrobe stark. Ey, krass. Holy shit. Holy shit. Quadratmeter groß und ganz am äußersten Rand von dem Golfplatz. Stark, und hoffentlich stark. Voll mit weißem Gold. Ey, nee, ist echt ein guter, Digga, also stark. Die Golfbälle sind... durch. Und dieses komische Nah-Ding haben wir hier nicht. Das machen wir hier nicht, Chef Strobel. Wir verhalten uns hier wie normale Menschen. Nicht die Wasseroberfläche zu sehen. Gehen wir mal davon aus, dass es ganz schlecht, ne? Dass die Bälle 20 Cent wert sind. Der Joe knallt bestimmt auch bei seinen 5 Viewern. Bro, chill. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30, 40, 50, die ich hier so sehe. Also 10 Euro sehe ich. Von oben, im Sommer ohne alles, einfach in Badehose und das Bargeld aus dem Wasser holen. Aber es ist kein Sommer, wir haben Februar, um die 5 Grad, deswegen springe ich in den Neoprenanzug.
Boah. G.I. Joe auf dem Weg, sich kostenloses Geld abzuheben. Mir geht's miserabel, aber das Geld lacht mich an. Ich liebe Dave, Digga. Beste Boah, Mann. Alter. Du greifst einfach irgendwo rein und holst sofort was raus. Hey, Junge, let's go. Genau das war der Moment, in dem ich gemerkt habe, das könnte funktionieren. Drei Bälle, Alter. Alter, hier liegt alles voll. Holy Alter, meine shit. Unter meinen Füßen, überall. Wo ist denn das ganze Bargeld hier unten? Ach, da. Ist das nicht Diebstahl? Nein, 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 der hat vorher angerufen. Mann, Bruder, als ob er einfach so auf so einen Golfplatz geht und da mal auf ein paar Golfbälle taucht. Jetzt hab ich schon wieder den ganzen Sack voll. Was ist los, Kollege? Hm? Was genau machst du gerade? Die Controller. Klaus, du gerade meine Switch? Ja. Bro, hier. Ist das ehrenlos. Ist das frech. Was kostet so ein Ball? Digga, kommt die hier so reingelaufen? Sie hätte das sehen müssen. Die Frau kam hier so reingelaufen. Man hat sich dann unterm Tisch meine scheiß Switch weggenommen. Das sind so die hochpreisigsten Bälle und die nachher auch im Wiederverkauf das meiste Geld Goblin, bringen. Also jetzt in dem Zustand kannst du die bequem noch für 2,50 Euro verkaufen. Fünf Bälle in einer Hand. Ich liege in diesem Dreckstümpel. Hier liegt einfach Bargeld. Es könnte sein, dass diese Hand gerade 10 Euro wert war. Es fühlt sich zu leicht an. Schon fast Money Glitch. Ball um Ball habe ich aus dem See geangelt. Und obwohl wirklich eine Menge Bälle dabei waren, die richtig gut aussahen, haben sich immer mehr Zweifel breit gemacht. Weil ich einfach nicht einschätzen konnte, ob sie wirklich was wert waren. Einfach mal Urlaub in Deutschland machen. Und diese Zweifel sollten sich zumindest teilweise auch bestätigen. Bro. Ich würde sagen, ich habe jetzt ungefähr ein Fünftel des Tümpels. Nicht mal clean gemacht, aber so abgetastet, so locker. Hier ist so viel mehr drin. Kriegt man alles nicht alleine hin. Ich brauche irgendeine Lösung dafür, dieses gesamte Ding hier einmal auf den Kopf zu drehen und alles rauszuholen, was da ist. Ja, Digga, hier ist wieder alles voll. Ich bin jetzt hier rübergegangen, weil Leo gesagt hat, das könnte im Video sass sein, wenn ich nur da vorne bin. Aber es ist de facto so. Es hat sich überhaupt nicht gelohnt, aus diesem Bereich wegzugehen, weil da alles voll war. Aber hier ist jetzt halt wieder quasi unberührtes Falls Territorium. Ihr nicht wusstest, am und hier greift Teil man wieder nicht ganz Bargeld. Entspannte Viererhände. Das ist wirklich schlecht. Viererhände. Diese zwei Dicker Oha. 200 Bälle 50 Euro wert sein. Dann haben wir gerade einen Stundenlohn von 50 Euro gefunden. Machst du das einfach? 8 Stunden 400 Euro. Das ist alles noch nicht fertig abgesucht. Und was mir zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst war, es gibt noch einen zweiten Sieg. Ich denke, für heute soll es das gewesen sein. Eine sehr gute Case Study. Die Frage ist aber jetzt, wie viel Geld ist das wirklich? Wie gut sind die Bälle? In welcher Qualität sind die Bälle? Wie lang liegen die da drin? Wir haben gehört, seit Jahren war hier niemand mehr drin. Haben wir einen Gewinn oder haben wir einen Gewinn? Jetzt heißt es, Bälle mit nach Hause nehmen, sauber machen, vor allem Bälle verkaufen. Das hier ist die Ausbeute von einer Stunde nach Golfbällen tauchen. Die große Frage... Ich wünschte, Dave würde mal nach meinen Bällen tauchen. Die Frage ist jetzt... Spaß natürlich. Ist aber, wie viel Geld konnten wir umsetzen? Wie viel Geld konnten wir aus dem See holen? Was wir schon erfahren haben, sie sind sehr unterschiedlich viel wert. Falls ihr nicht wusstet, am Grund des Teiches liegt Bargeld. Danke, Marcel, sehr viel Aber rein. Wie findet man jetzt raus, welcher wie viel wert ist? Dafür habe ich den einzig wahren Max Brümmendorf. Max Brümmi, Angestellter von Max und Teil dieses Büros und begnadeter Golfer. Um nicht zu sagen, der beste Golfer Deutschlands. Und ich habe hier schon mal gespickt, hier diese Reihe von Titleist ist die, die man haben will. Und was kosten die so neu? Die kosten 5 Euro pro Stück genau. Holy ja, shit! Ja, ich hoffentlich nicht. Also, hättest du gedacht, dass da so viel drin ist? Okay, Nein, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass die das nie lernen. Das sind eigentlich Seen, wenn man vernünftig Golf spielen kann, trifft man die nicht. Okay. Also eigentlich sind die voll aus dem Spiel. So. Aber es gibt ja auch Rentner, ne? Ja. Wir gehen jetzt vor, indem du erstmal die ganzen dunklen würde ich sofort wegschmeißen. Okay. Die 4 Marken würde ich erstmal beiseite kommen. Da gibt es natürlich dann auch wieder Bälle, von denen die nicht so gut sind oder nichts mehr wert. Aber ich sehe schon Titleist. Titleist. Ich denke bei manchen sogar, ich habe die da reingeklappt, ne? Weil ich die so wiedererkenne. Grundsätzlich sortieren wir nach 3 Kriterien. Alter. Je älter, desto schlechter. Das erkennt man an der gelblichen Färbung. Ein neuer Ball strahlt schön weiß. Härte. Und natürlich kommen da noch mehr Kriterien dazu. Aber desto weicher der Ball, desto höher die Qualität. Jeder Golfer wird gerade völlig ausrasten, weil das ist mit Sicherheit nicht so. Aber irgendwie so, ne? Irgendwas
es kommt auf die Härte an. Ob weich oder hart, gibt toll und schlecht. Mhm. Und ganz wichtig, die Marke. Besonders viel wert sind Bälle von Marken wie Titleist, 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 Rixon, Callaway, Bridgestone, TaylorMade. Also das ist TaylorMade. Einmal hier Profi 1. Für TaylorMade klingt wie so ein Producer-Tag. TaylorMade another one oder wie so. Das ist die beste Serie von Titleist und von TaylorMade, zweite führende Golfmarke. Und da ist das beste Modell TP. Ey, Hanks, okay. Scorpio. 30 richtig gute, 50 sehr gute, aber wahrscheinlich schon ein bisschen alt und 50 Markenbälle, die es nicht in Stufe 2 geschafft haben. Was glaubst du, was die richtig gute Kiste hier so pro Golfball bringt? Also ich würde sagen, pro Golfball wahrscheinlich so 2 Euro, weil die sind alle gut im Schuss. Also wenn ich die finden würde, würde ich die genauso aussortieren und in mein Bag wieder packen und weiterspielen. Also safe kriegst du die für 2, 3 Euro verkauft und die wahrscheinlich so unter knapp 1 Euro oder drunter. Und bei denen bin ich mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher. Die kriegst vielleicht in so ein 30er-Paket Bälle irgendwie los. Für einen Zehner. Das hier 30? Ja. Die hier 20? Ja. Die ja. alle für einen Zehner zusammen? Ja. 60. Aber pro Stunde? Ich glaube, wir müssen nochmal hin. Ja, aber grad sagen. Heute nur die teuren Bälle!